Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich für euch hier wieder die Xinji Solar Aktie für euch dabei. Ich möchte einfach so ein aktuelles Update für euch bringen, einfach hingehend auch zur Aktie, also wie steht aktuell der Kurs, wo sehe ich so momentan die Widerstands- und Unterstützungslinien, wo kann die Reise vielleicht auch noch hingehen, was sind hier vielleicht wichtige Linien, die man setzen muss, dann auch noch so ein bisschen allgemein, aber ganz wirklich nur kurz und knapp auf das Thema, allgemein, dieser Solarsektor, wo geht die Reise hin, wie weit ist hier Deutschland schon und wie viel ist hier auch noch bis 2040 grob geplant, dass man da auch mal so eine Hausnummer hat und an sich sonst einfach eine aktuelle Analyse beziehungsweise eine aktuelle Situation zur Aktie von Xinji Solar. Ja, wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann lasst ihr gerne ein Abo da, um mich auf meiner Reise zu begleiten. Das würde mich mega, mega freuen. Und ich würde sagen, jetzt starten wir hier auch einfach schon. Also ich habe jetzt mal so die wichtigsten Daten zusammengeschrieben und am Ende gehen wir aber auch nochmal ganz kurz und knapp in die Chartanalyse rein, wie ich das aktuell so einschätzen würde. Ja, allgemein kann man jetzt, das ist jetzt für Deutschland gesehen, habe ich mir mal so die wichtigsten Punkte rausgeschrieben. An sich ist es so, dass ca. 400 Gigawatt noch verbaut werden müssten, um dieses Klimaziel, was ja ganz klar ausgeschrieben ist, in 2040 zu erreichen. Bislang wurden hier aber nur grob 43 Gigawatt verbaut, also das ist grob ein Achtel, ein Neuntel. Dafür hat man hier aber schon allein 20 Jahre gebraucht. Also man sieht, welchen enormen Zeitaufwand das in der Vergangenheit mit sich gebracht hat. Natürlich ist man hier auch schon viel weiter in der Entwicklung beziehungsweise auch in dem Ausbau jetzt viel schneller voranschreitend. Aber dennoch hat es 20 Jahre gebraucht, diese 53 Gigawatt aufzubauen. Ja, und jetzt hat man eben noch knappe 20 Jahre Zeit, wenn man dieses Klimaziel bis 2040 erreichen will. Und das halt noch für 7-fache der Menge. Also daher sind die, diese ganzen Solaraktien beziehungsweise dieses Thema ist mega, mega spannend auch für die Zukunft. Und da mischt natürlich Xinji Solar ganz klar oben mit. Und das sollte hier auch für die nächsten Jahre deutlich pushen. Und daher glaube ich, dass für die nächsten Jahre auch großes Wachstum gegeben ist. Ja, und ausgehend von einer Rückzugszone, also bei 1,40 Euro, da spreche ich jetzt ganz genauer die Aktie jetzt hier eben an, hat die Aktie von Xinji Solar in den letzten Tagen wieder zulegen können und am Dienstag stieg hier der Kurs im Tagesverlauf circa bis auf 1,65 Euro und hat hier auf Tageshoch auch einen Handel beendet gehabt. Ja, und an sich spricht es hier natürlich ganz klar für die Bullen, also die haben hier das Zepter so wirklich übernommen. Es ist auch hier ein Indikator eigentlich für weiter steigende Kurse, wir gehen aber gleich in die Chartanalyse nochmal genauer rein. Und am Mittwoch, also gestern, haben die Bären hier jedoch das Geschehen bestimmen können, also haben den Kurs ein bisschen wieder gedrückt. Wir stehen jetzt aktuell so bei 1,54, 1,55 und so ist es jetzt hier auch zu dem Rücksetzer gekommen um fast oder so circa 6%. Wahrscheinlich befindet hier sich die Aktie nach der Rallye, die sie auch hingelegt hat, in so einer Konsolidierungsphase, kann man sagen. Und aktuell notiert man eben so um die 1,55 Euro, wie ich es gerade gesagt habe. Ja, und da der Kurs aber oberhalb der 50-Tage-Linie, also EMA 50 auch läuft, und der Supertrend auch einen Bullenmarkt an sich trotzdem anzeigt, liegt hier eigentlich aus charttechnischer Sicht schon mal vorab gesehen ein ganz klares Kaufsignal vor. Und die bisherige Jahresperformance, wenn man jetzt wirklich das ganze Jahr anschaut, lässt Rückschlüsse halt auch darüber zu, wie sich der Kurs eventuell noch im letzten Jahresverlauf noch weiterentwickeln könnte. Und gemessen jetzt am Einstandspreis, was wir am Anfang vom Jahr hatten, notiert die Aktie also circa derzeit mit etwa 142% im Plus. Also das ist wirklich ein krasser Wert. Man hätte hier sein Geld mehr als verdoppelt, also so verzweieinhalbfacht. Und 142% ist hier wirklich eine Aussage und eine Hausnummer. Ja, und im historischen Fall, was das bedeutet, kann man noch nicht so ganz wirklich sagen. Ich glaube aber, dass es hier in der Zukunft auch aufgrund dieses Themas, was ich am Anfang angesprochen habe mit den 400 Gigawatt, muss das hier weiter ausgebaut werden, beziehungsweise wird hier auf jeden Fall Xinji Solar vom Kuchen ganz, ganz viel oder zumindest etwas abbekommen. Ja, und es ist einfach so, es bleibt mega, mega spannendes Thema. Wir schauen jetzt aber hier einfach auch direkt einfach in die Chartanalyse rein, wo ich jetzt so meine Linien setzen würde. Ja, grob haben wir die Zahlen uns gerade angeschaut. Ich habe jetzt hier auch, die grüne Linie ist der gleitende Durchschnitt auf 200 Tage. Da sieht man es immer ganz, ganz weit davon entfernt. Auch das spricht eigentlich hier für Kaufsignale, solange man auch diesen gleitenden Durchschnitt nicht irgendwie unterschreiten, was hier auch gar nicht danach aussieht.
sind wir hier irgendwo in der sicheren Zone. Aber so auf, ich habe jetzt mal hier diesen 6-Monats-Chart uns rausgeholt. Ich finde, man kann es hier jetzt auch wirklich ganz gut erkennen. Also ich bin jetzt nicht der Fan immer von 1- oder 3-Jahres-Chart, sondern eher so auf kurz- bis mittelfristiger Basis, dass man da auch reagieren kann. Ja, ich persönlich finde, haben hier eine sehr, sehr gute Unterstützung rum bei 1,40 Euro, so im kurzfristigen Bereich. Man sieht, dass hier die Aktie immer schön nach oben abgeprallt ist und wir haben jetzt hier wirklich eine Widerstandszone um, ja, circa 1,80. Sieht man, ist hier ganz klar der Widerstand gegeben, also hier so in diesem Bereich, da sind wir angelaufen, man ist dann wieder nach unten abgeprallt, das ist zweimal passiert und so im mittelfristigen Bereich sehe ich hier eine sehr, sehr gute Unterstützung, ja, um die 1,20. Genau, so circa um die 1,20, aber jetzt mal so im kurzfristigen Bereich, so diese 1,40 und in dieser Range werden wir uns, denke ich, jetzt auch bewegen. Man muss sich erstmal längerfristig hier über die 1,75, 80 durchsetzen können, um dann wirklich da nach oben auszubrechen. Aber wie gesagt, ich bin hier mega, mega positiv gestimmt, weil es einfach hier ein ganz klarer Zukunftstrend ist. Schreibt mir aber gerne unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Würde mich mega, mega freuen, bin ich mega gespannt drauf. Das war es jetzt aber soweit von meiner Seite und wenn euch mein Video, mein Kanal gefällt, dann lasst ihr gerne ein Abo da, um mich zu unterstützen. Es würde mich mega freuen, wenn ihr mich dabei begleitet. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch schon mal ganz, ganz lieben Dank sagen für die Leute, die hier schon mit an Bord sind. Das ist für mich auch nicht selbstverständlich. Der Kanal wächst mittlerweile wirklich sehr, sehr schnell. Das freut mich mega und hier nochmal wirklich ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die hier mit an Bord sind. Ja, und das war es jetzt soweit von meiner Seite. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!